Die Handwerkspreise 2019 wurden im Hotel Goldener Hirsch der Öffentlichkeit präsentiert und das mit gutem Grund, denn der heurige Sieger, die RHZ GmbH, hat die Generalsanierung des Traditionshauses in nur 10 Monaten bewerkstelligt. Eine bautechnische Meisterleistung. Es war eine Challenge, nachdem es hier sehr beengte Platzverhältnisse gibt. Musste natürlich am Karajanplatz eine zweigeschossige Baustelleneinrichtungsplattform errichtet werden, um zu gewährleisten, dass natürlich keine Staus gerade an dieser exponierten Lage entstehen. Dazu kam, dass die bis zu 600 Jahre alten Mauern des Goldenen Hirschen in weitaus schlechterem Zustand waren als ursprünglich angenommen. Das heißt, die ganze Statik von diesem Ensemble war eigentlich desolat. Das heißt, wir mussten die Fundamente verstärken, die Fundamente mussten verankert werden und das immer unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes, weil jede Maßnahme musste vorher genehmigt werden. Und das hält jetzt wieder 600 Jahre? Mindestens, ich hoffe länger. Weniger dem Denkmalschutz als künstlerischen Kriterien musste der Zweitplatzierte, die Ziegler Stahlbau GmbH, Rechnung tragen. Das Unternehmen hat eine Stahldrehscheibe für die Festspielinszenierung von Die Perser mit ausgeklügelter Technik gebaut. Das ging um eine Drehscheibe, die noch in sich auch gedreht war, eine Drehscheibe im dreidimensionalen Raum, die sich im dreidimensionalen Raum bewegen konnte, in sich gedreht und aufgestellt auch noch auf eine sehr beachtliche Neigung. Also es war eine sehr große Herausforderung, weil das ist doch eine Stahlgrundkonstruktion, die 13 Meter Durchmesser hat und eine Innenscheibe von 7,5 Meter und der Lauf ist auf 2 mm genau bestimmt, also damit alles gut funktioniert und alles gut läuft. Gut gelaufen ist es heuer auch für die NET Neue Energietechnik GmbH. Platz 3 für ihr Photovoltaikdach auf einem Gebäude des Privatgymnasiums der Herz-Jesu-Missionare. Das Dach ist so gestaltet, dass einfach also Photovoltaikmodule auf das Dach gebaut worden sind. Spezielle Module, die bis zu 2000 Kilogramm Schnelllasten in Wirklichkeit aushalten, also extreme Witterungsbedingungen und das Dach ersetzen. Das ist ein wesentlicher Punkt, erstens einmal in der Ökologie, dass einfach gebrannte Ziegel nicht mehr verwendet werden brauchen und dass trotzdem ein Glasdach letztendlich in Wirklichkeit ein sehr lang haltendes Dach dort installiert wurde. Anerkennungspreise gingen heuer an die Elektrotechnik Leitinger Photovoltaik GmbH für den ersten Solarzaun Österreichs, die Tischlerei Gollagner GmbH für die Fetisch-Design-Küche und die Revit Österreich GmbH für ein Reparaturverfahren für große Baumaschinenreifen. Das war heuer sehr erfreulich, dass die Preisträger den Klimagedanken, Umweltschutz, Ressourcenschonung, Energieeffizienz in den Vordergrund gerückt haben. Und das spiegelt auch wider, dass ja der Klimaschutz ja nur gemeinsam mit der Wirtschaft möglich ist, gemeinsam mit neuen Ideen, innovativen Ansätzen, Lösungen und mit klimafreundlichen Systemen. Die feierliche Preisverleihung findet im Rahmen der Festspiele des Handwerks am kommenden Samstag im Haus für Mozart statt. Dabei erhalten übrigens auch mehr als 300 Meister ihre Meisterbriefe.